Ein Parkplatz so groß wie das Fürstentum Monaco. Parklücken mit nur einer Faustbreit Abstand. Boah, ist da viel zu eng. Jeden Tag werden von Bremerhaven tausende Autos importiert und exportiert. Unser Reporter Vincent arbeitet 3 Tage lang mit auf dem größten Autoterminal Europas. Hey, ich muss hier rein. Sorry. Bevor er richtig Gas geben kann, gibt es aber einiges zu lernen. Tag 1 startet deswegen in aller Frühe, um 5 Uhr morgens. Genau, hallo Vincent, ich bin Frank. Frank, grüß dich. Genau, im Hafen, wir duzen uns immer. Dann nehme ich an, du bist jetzt sozusagen der Neue und ich werde dich jetzt die nächsten Tage begleiten. Stolze 336 Fußballfelder voll mit Pkw. Die werden hier rund um die Uhr von A nach B bewegt. Vom Zugwaggon zur Inspektion, von dort ins Parkhaus, weiter auf riesige Frachtschiffe. All das machen die sogenannten Kardec-Fahrer. Also die Dimensionen hier allein schon, sage ich mal, vom ersten Eindruck sind schon absolut bombastisch. Also das ist nur so viel. Da bin ich mal gespannt, was noch kommt. Also es ist einiges. Safety first. Bevor Vincent ans Steuer darf, wird er deshalb mit Hardhat, Warnweste und Sicherheitsschuhen versorgt. Danach heißt es wie in jeder Fahrschule erstmal Theorie befüllen. Moin. Moin erstmal, genau. Vincent lernt, wer auf dem Gelände Vorfahrt hat, bei welchem Auto der Schlüssel wie gelagert wird und vor allem, was alles schieflaufen kann. Wenn was passiert, dass ich zum Beispiel irgendwie jetzt eine Macke reinfahre, komme nicht um die Ecke, was auch immer, kann die ja quasi nicht ausgeliefert werden und irgendjemand bekommt sein Auto zu spät, oder? Richtig. Und das möchten wir natürlich unter allen Umständen vermeiden. Zwar sind die Autos versichert, aber auch hier bedeuten Unfälle, Beitragssteigerungen und natürlich vor allem unzufriedene Kunden. Das ist natürlich so der Moment wie früher in der Schule, ne? Direkt morgens Attacke, ja, da behältst du dir, wenn man ehrlich ist, nur die Hälfte. Ein Parkplatz, 95.000 Autos. Allein hier den Überblick zu behalten, ist eine Aufgabe, an der viele neue Fahrer schnell scheitern. Bevor Vincent hier anfangen darf, heißt es deshalb Orientierung schaffen. Und deswegen rechts hinter den LKW UGF 1, 2, vorne rechts kommt 3, vorne links kommt 4 und zwischen den beiden Regalen ist dann die 5. Boah, das ist schon, das ist schon viel Input so, ne? Ja. Nach knapp 1,5 Stunden Rundfahrt der erste Einsatz für Vincent. Ausbilder Frank will überprüfen, ob er sich auf den verzwickten Wegen zurechtfindet. Du weißt ja, wo wir sind und ich sage dir jetzt mal, wo wir hin möchten. W1, Deck 5, Bertha-Block 503. Okay. Ich bin gespannt. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob wir ankommen, aber wir versuchen es. Und das hier ist das Parkhaus, das Vincent finden muss. Sein Weg führt vorbei am Hafen, über eine Brücke und um einige unübersichtliche Ecken. Für das Gelände gibt es weder Navis noch Straßenschilder. Dafür unzählige Parkhäuser an jeder Ecke. Hier ist W. Das ist das W1. Das hast du gut gefunden. Da komme ich nicht rein. Hier ist auch Einfahrt verboten. So. Und jetzt? Ist das keine Straße? Doch, guck mal, hier kann ich da durchfahren, oder? Fahre ich gerade in die Einbahnstraße rein? Bedingt ja. Gar nicht so einfach. Kurze Orientierungspause für Vincent. Ganz kurz. Also ich bin von hier gekommen. So, dann bin ich hier gefahren, dann bin ich da reingefahren, dann bin ich hier rumgefahren. Und dann müsste da hinten der Eingang sein. Ja, genau. Jetzt heißt es nur noch einen der insgesamt 45.000 Parkplätze finden. Deck 5. So. Deck 5. Okay, Moment, warte mal, jetzt mal kurz. Wo sehe ich denn die Zahlen? Gar nicht. Die siehst du ganz deutlich. Also ich sehe sie von hier ganz deutlich. Ah, da. Geschafft. Nach rund 12 Minuten hat Vincent den Stellplatz gefunden. Trainer Frank ist zufrieden. Im Prinzip wäre das hier meine Reihe. Oder? Alles richtig gemacht. War aber auch ein bisschen Glück dabei vielleicht. Tag 1 endet mit einem Erfolgserlebnis. Damit auch der nächste Tag reibungslos abläuft, heißt es, Hausaufgaben machen. So Leute, erster Tag geschafft. Es ist auf jeden Fall viel Input, was da reinkommt. Ne? Also viele Begrifflichkeiten, die man natürlich lernen muss. Und noch ist ja eigentlich auch nicht Feierabend, wenn man so will, denn es geht ja noch weiter. Ich muss jetzt vor allem hier meinen Plan erst noch mal auswendig lernen. Aber das Gelände kennen allein reicht nicht. Für den Job des Kardec-Fahrers braucht es auch einiges an Geschick.
Tag 2 startet mit einer besonderen Herausforderung. Autos, die vom Autoterminal Bremerhaven aus exportiert werden sollen, kommen meistens auf Zugwaggons an. Von hier müssen sie abgeladen, gescannt und auf ihre zugewiesenen Plätze verladen werden. Und genau damit startet heute Vinzenz Tag. Was könnte denn im schlimmsten Fall jetzt passieren? Also wo muss man denn besonders aufpassen? Könntest du da irgendwo links und rechts gegenfahren, Reifen und Felge zerstören. Bis zu 25 Züge kommen hier täglich rein und transportieren jeweils rund 250 Pkw auf engstem Raum. Das ist schon breit? Das ist breit, da hast du viel Platz. Ich meine, was sind das? Irgendwie 30 cm? Ja, ungefähr. Also es ist machbar, auf jeden Fall. Okay. Deine Zuversicht hätte ich gerne. 300 Meter enge, kurvige Planken liegen vor unserem Reporter. Oh. Ein Drahtseilakt mit hohem Risiko. Wenn nur eine Felge beschädigt wird, müssen alle vier ausgetauscht werden. Das kann schnell mehrere tausend Euro kosten. Boah, wie das knallt, wenn man über diese Kante fährt. Ey. Vinzenz Kollegen scheinen damit kein Problem zu haben. Aber auch wenn er von der Geschwindigkeit her nicht mit den anderen mithalten kann, zumindest kommt sein Auto heil vom Waggon runter. Das fand ich jetzt bis jetzt auf jeden Fall das Schwierigste. Also du fährst oben so 3 km/h, völlig angespannt, beide Hände am Lenkrad verkrampft und du hörst unten, wie im Prinzip die Autos so durchknallen. So, ne? Das ist ja schon ein Unterschied, ob du jetzt 3 km/h fährst oder eben 10 und du hörst halt eben nur bum, bum, bum und denkst so, wann hört das auf? Bei den nächsten Versuchen ist Vinzenz schon etwas sicherer. Viel schneller fährt er deswegen aber nicht. Gleich nach dem Abladen wird der Wagen digital erfasst. Das System stellt innerhalb einer Sekunde fest, wann, wohin und mit welchem Schiff das Auto reisen soll. Der geht nach Shanghai. Auf Basis dieser Information legt der Computer fest, wo das Auto geparkt werden soll. So bleibt der Weg zum Schiff kurz und der Betrieb läuft flüssig. Ja, gut, der steht. Ja. Das war aufregend. Ja, das ist, wie gesagt, nicht mal eben Autofahren. Das stimmt. Was aber tatsächlich geholfen hat, war, weil wir ja gestern viel auf Orientierung gesetzt haben, auf im Prinzip den Plan lernen, gestern Abend dann auch den Plan eben noch mal auswendig gelernt. In der Pause trifft Vinzenz Ayasha Domega. Er hat gerade seine Ausbildung zum Kardec-Fahrer hier auf dem Autoterminal begonnen. Warum hast du dich dazu entschieden, das zu machen? Ich bin gelernter Schornsteinfeger. Da kriegt man in der Nähe nicht so gute Arbeit. Aber da ich auch gerne in der Umgebung eine Arbeitsstelle hätte, habe ich mich dann auch eben hier beworben, weil ich halt eben auch so ein kleiner Autofanatiker bin. Ist das der größte Arbeitgeber hier? Definitiv. Also die Hafenbetriebe zusammen sind, denke ich mal, der größte Arbeitgeber für die Umgebung hier. Also wenn man nicht selber einen kennt, der hier arbeitet oder gearbeitet hat, spätestens, sage ich mal, der kennt einen, der dann ja, also, denkt. Ich habe hier ja auch erst vor kurzem die Schulung begonnen und ich kenne hier auch den einen oder anderen, der hier arbeitet. Zum Job eines Fahrers zählen, neben Abladen vom Zug und Aufladen aufs Schiff, auch sogenannte Umfuhren. Also Autos, die aus irgendeinem Grund auf dem Gelände von A nach B verschoben werden sollen. Da haben wir jetzt einen Wagen für dich dabei. Der muss noch zwischendrin zum Technikcenter. Okay. Da muss die Batterie noch ein bisschen nachgeladen werden. Das nennen wir. Sag bitte, dass es dieser hier ist. Ich sage, es ist dieser hier. Boah. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Boah. Da ist auch noch so ein Sitz, die federn noch so richtig gut. Auf dem Autoterminal gibt es nicht nur Neuwagen. Die Privately Owned Vehicle, kurz POV, sind Gebrauchtwagen, die meist darauf warten, von ihren Besitzern abgeholt oder ihnen hinterhergeschickt zu werden. Ich meine, diesen alten Oldtimer zu fahren, das ist natürlich echt ein Highlight. Ich kann mir schon auch vorstellen, die Leute, die hier arbeiten, die genießen das dann schon auch sehr, so ein Schätzchen im Prinzip einfach nur vielleicht zur Technik zu fahren. Wahnsinn. Tag 2 endet für Vinzenz mit einem echten Höhepunkt. Jetzt heißt es erstmal Kräfte tanken. Denn der schwierigste Teil des Jobs steht ja noch bevor. Morgen geht's aufs Wasser, wo wir wirklich teure, schwere, große Autos auf dem Schiff parken müssen. Im Prinzip am Fließband, im Akkordarbeit. Und
Ich glaube, das wird auf jeden Fall eine große Herausforderung, ja. Bevor Vincent diesen Job machen darf, muss er aber eines noch lernen: blind einparken. Richtig gehört. Auf dem Schiff bleiben die Rückspiegel eingeklappt. Die Fahrer verlassen sich nur auf die Handzeichen eines Einweisers. Räder gerade, Stopp und ganz am Ende, wenn der Wagen stehen soll, das bedeutet erst Motor aus. Denn auf dem Schiff zählt jeder Zentimeter. Die Autos stehen so eng, dass das Parken mit Spiegel und Schulterblick unmöglich wäre. Ist da irgendwo ein Pfeiler? Ich bin wieder in den Spiegel geguckt. Es piept auch die ganze Zeit. Was hier nur Striche auf dem Boden sind, sind auf dem Schiff geparkte Neuwagen und Stahlwände. Parkt ein Auto zu weit rechts, passt ein anderes nicht mehr in seine Lücke. Zu weit links und eine Fahrertür würde versperrt. Da ist kein Zentimeter für Fehler. Fertig zur Abgabe. Ja. Für den Anfang klappte das schon ganz gut. Ja. Normalerweise ist unsere Faustformel immer im wahrsten Sinne des Wortes so eine Faust. Eine Faust zwischen den Autos. Genau. Wirst du nachher im Schiff auch sehen, das ist ja alles Stauraum. Wie wichtig dieser Stauraum ist, erfährt Vincent jetzt. Um 11 Uhr beginnt die Beladung eines Short Sea Carriers nach St. Petersburg. 1600 Autos müssen noch heute an Bord gebracht werden. Und Vincent arbeitet mit. Ey. Wer hupt denn hier? Oh Gott, das hupt. Ah, scheiße, ich muss hier rein. Ich muss hier rein, ich muss hier rein, ich muss hier rein. Oh, oh, sorry. Moin. Hallo. Bin ich richtig für aufs Schiff? Ja, selbstverständlich. Gute Frage, denn im Moment werden 5 Schiffe gleichzeitig beladen. Vincent hat das Richtige gefunden und wird auch gleich von Chefanweiser Marco Wirk eingewunken. Und das Parken muss schnell gehen, denn die nächsten Autos warten schon. Oh Gott, es piept die ganze Zeit. Hilfe. Oh Gott. So. Fertig? Oh. Boah, okay. Feuertaufe bestanden. Jetzt nur noch den Sticker abmachen. Der ist für die Hafenlogistik und muss vor dem Verschiffen entfernt werden. Vincent weiß, wohin damit. Das Fleißsternchen habe ich mir verdient, oder? Weiter geht's. Das nächste Auto wartet schon. Damit Vincent schnell den Abholplatz erreicht, gibt es für die Fahrer einen Shuttle-Service zum entsprechenden Parkhaus. Frank, wie viele Autos schafft so ein guter Fahrer in der Stunde? Also sage ich mal so im Schnitt. Also im Schnitt 4 Autos pro Stunde. 3 weitere Autos sollte Vincent also abholen, an Bord bringen und einparken innerhalb der nächsten 45 Minuten. Zeit aufs Gas zu drücken. Langsam ist ja schön, aber wenn du dich nicht bewegst, kriege ich den nicht gerade. Ich habe die Buchse voll. Okay. Also ein bisschen schneller, ein ganz klein bisschen. Alles klar. Dann schaltet Vincent doch noch einen Gang hoch. Insgesamt gut 1,5 Stunden braucht er, um 4 SUVs auf das schwimmende Parkhaus zu bringen. Zur Abwechslung wartet jetzt er mal darauf, dass ein Kollege einparkt. Wenn ich das nächste Mal versuche, in der Münchner Innenstadt dann irgendwie einen Parkplatz zu finden, gucke ich auch die ganze Zeit nach einem Einweiser. Am Ende schlängelt sich Vincent in die Lücke wie ein Profi und ist zu Recht stolz, als er mit dem letzten Sticker oder Bubble seine Schicht erfolgreich beendet. Und die nächste Bubble weg. Läuft gut, würde ich sagen. So enden 3 Tage auf dem größten Parkplatz Europas. Für diese Autos geht es jetzt auf in die weite Welt. Für Vincent hingegen ab nach Hause. Ist ja wie am Fließband hier, ne? Ja. Also, es hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Von mir aus kann ich auch sagen, also hast du dich echt gut geschlagen. Dankeschön. Ne? Danke. Es kam vom Einweiser keine Klagen. Ist schon mal gut. Ja. Kleinigkeiten sind natürlich immer, das ist einfach der Aufregung geschuldet, aber das ist ganz normal. Ja, cool zu wissen, dass man jetzt Teil dieses Teams war und tatsächlich irgendwie so in diesem Ameisenhaufen so ein bisschen reingepasst zu haben von allen Fahrern, die hier irgendwie mitmachen. Ist cool. Fühlt sich gut an.